darf mich bei dem Team bedanken, die für das JMLA, für die Jugend verantwortlich zu zeigen. Ich darf mich ganz besonders bedanken, bitte alle Genannten jetzt auch auf die Bühne, dass Sie auch nicht sehen und kennenlernen. Die Svenja Walter, die Jugendchefin bei uns. Die Svenja hat kein altes Amt übernommen, aber ich bin sehr, sehr froh, dass sie sich der Verantwortung stellt. Auch wenn sie jetzt außerhalb unserer Region dann auch heimisch geworden ist, im Moment zumindest. Aber ich freue mich sehr, dass sie die vielen Kilometer Richtung oder nach Karlsruhe sogar auf sich nimmt, in unserer Region zu fahren. Denn wir brauchen erfahrene, engagierte Persönlichkeiten, die ganz besonders im Jugendbereich arbeiten. Svenja, nochmal ein großes Dankeschön dafür. Für das Abzeichen bzw. die ganze Organisation mit unserer Schatzmeisterin Beate Ziegler und unsere Geschäftsführerin Tanja Redinger. Ja, in der musikalischen Vorbereitung der heutigen Tag, Sie durften Sie schon erleben, die Andrea Werthaler. Duo oder Trio, Alfons Ruf, unseren Vizepräsidenten, den Franz Bernhard, den Vorsitzenden des Bezirks Fahrtfahrt, oder noch ein Deckung und Franzjährigen für die Tausendmal. So, jetzt sehen Sie einen großen Teil unseres Verbandspräsidiums auf, den auch die persönlich wie schon wie vorhin, die in den Karten ziehen, die meisten müssen meistens überall da sein. Sind diejenigen, die auch im Präsidium ihre Arbeit verrichten, in ihren Vereinen, sind einige Vereinsvorsitzende auch dabei, in ihren Vereinen dabei sind. Also ein unglaublich starkes Team, bin ich sehr froh drum. Und Sie sind dafür auch mit hauptsächlich verantwortlich, dass Luft- und Läufgangsmittel waren. Und ich hoffe, dass Sie noch lange mit dabei sind und sich die Zeit nehmen, gerade auch speziell für die Jugendausbildung, die noch ein herzliches